Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Was sich in der Wiege der Aufklärung Ende des 19. Jahrhunderts zutrug, ist so ungeheuerlich wie das Schicksal Josef K.'s in Kafkas Prozess. Ein Vorgang so skandalös, dass der für die Wiener Neue Freie Presse berichtende Theodor Herzl schreiben wird: In den Abendstunden wurde eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Es wurde nämlich entdeckt, dass einem Juden die Gerechtigkeit verweigert werden kann, aus keinem anderen Grunde, als weil er Jude ist. Es wurde entdeckt, dass man einen Juden quälen kann, als ob er kein Mensch wäre. Es wurde entdeckt, dass man einen Juden zu infamer Strafe verurteilen kann, obwohl er unschuldig ist. Kriegsminister Auguste Mercier hat ein Problem. Das konservative Lager will seine Ablösung. Eugène Dupin hatte einen neuartigen Sprengstoff namens Melnit erfunden und war, nachdem ähnliche Stoffe in Großbritannien und Deutschland bald Verwendung fanden, 1891 wegen Landesverrats verurteilt worden. Da das Urteil auf dünnen Beinchen stand, hatte Mercier sich 1893 für die Begnadigung Dupins eingesetzt. Seitens der konservativen Presse, der Protestant und Freimaurer Mercier ein Dorn im Auge ist, wird er mit einer Schmutzkampagne bedacht, die ihm vorwirft, Juden und Spione zu decken. Dieser Schwachsinn bringt Auflage und der rechten Stimme. Nun, im September 1894 informieren ihn die Offiziere Albert d'Alville und Pierre-El Fabre, dass sie einen Spion enttarnt haben. Der Verdächtige ist ein gewisser Alfred Dreyfus, ein aus dem Elsass stammender Jude, der erste, der die École Supérieure de Guerre erfolgreich abgeschlossen hat. Die Identifikation des Verräters sei durch ein handschriftliches Dokument aus dem Papierkorb des deutschen Militärattachés Maximilian von Schwarzkoppen möglich gewesen. Der Verräter avisiert in dem Schreiben Informationen zu geplanten Militäraktionen in Madagaskar, hydraulischen Bremsen an Artilleriegeschützen und anderen Geheimnissen, die er übermitteln würde, sobald er aus einem anstehenden Manöver zurückgekehrt sei. Was man Mercier nicht sagt: Der Schriftexperte der Banque de France, Albert Gobet, war, nachdem man ihm das Bordeaux genannte Dokument mit Schriftproben des Verdächtigen zum Vergleich übergab, zu gegenteiliger Schlussfolgerung gelangt. Aber der ist Zivilist und arbeitet für die Banken, von denen man, ja, das wissen die Offiziere, genau weiß, wer sie beherrsche. Mercier informiert Anfang Oktober Premierminister Charles Dupont, Außenminister Gabriel Onetto und Justizminister Eugène Gérin über die Spionageaffäre. Doch statt ihm zu gratulieren, stänkert der Außenminister, dass man kaum eine Verhaftung auf Grundlage eines aus der deutschen Botschaft entwendeten Dokuments durchführen könne, wollte man nicht gleichzeitig zugeben, dass man diese Botschaft ausspionierte. Der Justizminister merkt an, dass der vorliegende Beweis doch ziemlich dünn sei und der Ministerpräsident besteht schließlich darauf, dass eine Verhaftung Dreyfus nur erfolgen dürfe, wenn die Beweise stichhaltig seien. Mercier ist damit in der Zwickmühle. Schlägt er das Verfahren nieder, kann er sich darauf verlassen, dass dies innerhalb kürzester Zeit an die Presse durchgestochen und er wieder als Judenfreund beschimpft wird. Lässt er Dreyfus verhaften, ist es wahrscheinlich, dass es zum Freispruch kommt. Da hat Generalstabsoffizier Armand de Paty eine Idee. Er bestellt Dreyfus am 15. Oktober ins Kriegsministerium und diktiert ihm einige Zeilen aus dem Bordeaux. Kaum hat der Hauptmann dies getan, wird er wegen Landesverrats verhaftet. Noch bevor der verdutzte Dreyfus weiß, wie ihm geschieht, sitzt er auch schon in Cherche Midi ein.
Freundlicherweise bietet man ihm an, sich selbst zu richten, was Dreyfus aber entschieden ablehnt. Unpraktisch für Mercier und den Generalstab, denn nun ist ein Prozess unvermeidbar. Die Anklage ist alles andere als wasserdicht. Erstens hatte Dreyfus zu einigen der im Bordeaux erwähnten Informationen keinen Zugriff. Zweitens war er nie in einem Manöver. Drittens ist die Handschrift zwar ähnlich, aber alles andere als gleich. Und viertens fehlt dem Hauptmann jedes Motiv für Landesverrat. Dreyfus und sein Anwalt Edgar Demange sind davon überzeugt, dass ein Freispruch lediglich eine Formsache sei. Mercier, um die Wackeligkeit der Anklage wissend, lässt den berühmten Kriminalisten Alphonse Bertillon ein Gutachten erstellen, in dem dieser Abweichungen der Schriften durch absichtliche Verstellung Dreyfus erklärt. 5 weitere Gutachten werden in Auftrag gegeben, da aber lediglich einer der Sachverständigen Ähnlichkeiten attestiert, lässt man deren Expertise vorsichtshalber unerwähnt. Noch könnte man zurück, doch dann wird die Geschichte in der Presse lanciert. Kaum sind Name, Rang und vor allem Religionszugehörigkeit des Angeklagten am 31.10. im Le Soir veröffentlicht, überbieten sich die Blätter gegenseitig mit Widerwärtigkeiten. Am 1.11. weiß es das antisemitische Hetzblatt Le Libre Parole bereits ganz genau. Der Jude ist ein Verräter. Die Beweise sind wasserdicht. Er wollte sich zu seiner Familie nach Mulhouse absetzen. Auf dem Tisch hätte man noch die Fahrpläne der Ostbahnen gefunden. Als die französische Abwehr ein Telegramm des italienischen Militärattachés Panizzardi abfängt, in dem dieser erstaunt in Rom nachfragt, ob jemand mit Dreyfus dort Kontakt gehabt habe, erklärt man das Schreiben zur Finte. Währenddessen überbieten sich die rechtsnationalen Blätter mit antisemitischen Ausfällen. Der katholische Lacroix schreibt zum Beispiel: Die Zeit ist endlich gekommen, nicht mehr zu akzeptieren, dass ein jüdischer Offizier ein französischer Offizier ist. Und das sind noch harmlose Ausfälle. Die Wellen schlagen so hoch, dass der deutsche Botschafter am 10. November im Le Figaro erklärt, dass es keinerlei Kontakt zu Dreyfus gegeben habe. Doch das interessiert natürlich niemanden. Am 19. Dezember 1894 beginnt der Prozess gegen Dreyfus. Um den gewünschten Schuldspruch zu erreichen, gibt der Vizepräsident des französischen Generalstabs Félix Gustave Saussier Order, dass alles an Unterlagen zusammengesucht wird, was die Schuldthese untermauern könnte. Ein Konglomerat aus Akten, denen samt und sonders gemein ist, dass sie nichts mit Dreyfus zu tun haben, wird daraufhin in einem Geheimdossier zusammengefasst, das Duparty widerrechtlich, da unter Umgehung der Verteidigung, den Militärrichtern zuspielt. Man erklärt den Richtern, dass die Unterlagen so geheim seien, dass man sie unmöglich der Gegenseite zugänglich machen könne. Daher hätten sie hierüber Stillschweigen zu bewahren. Durch ein Begleitschreiben, das die wirre Sammlung an Dokumenten in einen Zusammenhang stellt, muss bei den Richtern der Eindruck entstehen, dass Dreyfus schuldig ist. Es ist unbekannt, wie viele Schriftstücke genau im Dossier enthalten waren. Man kann jedoch sicher sagen, dass sich darunter unter anderem ein Schreiben des deutschen Militärattachés Schwarzkoppen an seinen italienischen Kollegen befand. In diesem später als Secanal de bezeichneten Brief heißt es: Je regrette bien de pas vous avoir vu avant mon départ. Ich bedauere wirklich, Sie vor meiner Abreise nicht gesehen zu haben. Außerdem bin ich in 8 Tagen zurück. An bei 12 Masterpläne von Nizza, die mir dieser Schurke D. für Sie gegeben hat. Ich habe ihm gesagt, dass Sie nicht die Absicht haben, die Beziehungen wieder aufzunehmen. Er behauptet, es habe ein Missverständnis gegeben und er würde alles tun, um Ihnen entgegenzukommen. Er sagte, er sei stur und man könne ihm keine Vorwürfe machen. Ich sagte ihm, er sei verrückt und dass ich nicht glaubte, dass Sie die Beziehungen zu ihm wieder aufnehmen würden. Tun Sie, was Sie wollen! Auf Wiedersehen. Ich habe es sehr eilig. Alexandrina. Das Schreiben bezieht sich auf einen bereits enttarnten Spion namens Dupin. Doch Dreyfus wird, wie gewünscht, am 22. Dezember zu lebenslanger Haft verurteilt. Jänner 1895. Den Parisern wird ein Spektakel geboten.
Um 9 Uhr ist der Hof der École Militaire mit ca. 5000 Soldaten gefüllt. Vor den Toren steht eine Menschenmenge, aus der immer wieder der Ruf "Tod dem Juden!" erschallt. In der Mitte des Hofes nimmt ein General zu Pferde Stellung, als der Verurteilte durch 4 Offiziere herangeführt wird. Der General eröffnet Dreyfus. Alfred Dreyfus, Sie sind unwürdig, die Waffe zu tragen. Im Namen des französischen Volkes degradiere ich Sie. Man vollziehe das Urteil. Dreyfus erhebt die rechte Hand zum Schwur und ruft: Ich schwöre und erkläre, dass Sie einen Unschuldigen degradieren. Es lebe Frankreich! Man nimmt die Äußerung des Verurteilten zur Kenntnis und reißt ihm die Knöpfe und Schnüre von der Uniform. Zum Schluss zerbricht ein Offizier Dreyfus Säbel. Daraufhin muss er an den Soldaten vorüberschreiten, wobei aus deren Reihen immer wieder Anfeindungen aufbrannten. Theodor Herzl schreibt in seinem Bericht für die Wiener Neue Freie Presse: Er kam in eine Gruppe von Offizieren vorbei, die ihn zuschrien: Judas, Philippa! Dreyfus rief zurück: Ich verbitte dir, mich zu insultieren. Um 20 nach 9 wurde der Rundgang beendet. Dreyfus wurde dann gefesselt und den Gendarmen übergeben. Von nun an wird er als Zivilgefangener bei Hamburg. Nach seiner Abführung begannen die Truppen abzumarschieren. Die Menge aber lief vor den Toren zusammen, um die Wegführung des Sträflings zu sehen. Der Verurteilte wird auf Beschluss der Nationalversammlung im April 1895 als einziger Gefangener auf die Teufelsinsel verbracht und Dreyfus' Familie nimmt umgehend den Kampf für ein Revisionsverfahren auf. Es ist der Beginn einer Bewegung, die bald als Dreyfusarden berühmt werden wird. Endlich. Anfang September 1896 erreicht Alfred Dreyfus' Bruder Mathieu, dass der linksliberale Le Figaro einen Artikel zur Affäre veröffentlicht. Prominent auf Seite 1 beschreibt der Journalist Gaston Camette das mörderische Inselklima, das sogar die Haltung von Ziegen verunmöglicht. Er erläutert, dass vor Dreyfus' Ankunft alle Hütten auf der Insel wegen starken Ungezieferbefalls abgebrannt werden mussten und der Häftling in einer winzigen wellblechbedeckten Hütte, umgeben von einer Palisade, seine Tage verbringt. Er schildert, wie Dreyfus die Nächte in Ketten und seit Ende 1895 in einer Gitterzelle innerhalb seiner Hütte zu verbringen hat und die Wärter Anweisung haben, kein Wort mit dem Gefangenen zu sprechen. Was weder Familie, Unterstützer noch der Gefangene selbst ahnen können. Auch innerhalb des Militärs kommen Zweifel an Dreyfus' Schuld auf. Ende 1895 wurde der erkrankte Geheimdienstchef Jean Santerre durch den jungen Offizier Marie-Georges Picard an der Spitze des Deuxième Bureau abgelöst. Picard ist ebenso wie der weitere Generalstab von Dreyfus' Verrat überzeugt. Doch diese Überzeugung kommt im März 1896 ins Wanken, als ein später Petit Bleu bezeichnetes Dokument aus der Feder des deutschen Militärattachés von Schwarzkoppen bei ihm auftaucht. Es handelt sich um den Entwurf einer Rohrpost. Diese ist adressiert an Major Ferdinand Vincent Esterhazy. Der Text: Monsieur. Mein Herr, vor allem warte ich auf eine ausführlichere Erklärung als die, die Sie mir neulich zu der betreffenden Frage gegeben haben. Daher bitte ich Sie, mir diese schriftlich zu übermitteln, damit ich beurteilen kann, ob ich meine Beziehungen zur Firma R fortsetzen soll oder nicht. C.
Damit ist klar, dass die Spionage fortgesetzt wird. Picard übergeht seinen Vorgesetzten, Brigadegeneral Charles Atto Gans, und wendet sich direkt an Generalstabschef Bordeffre und anschließend an Kriegsminister General Jean-Baptiste Billot, der im April Mercier abgelöst hatte. Mercier hatte den Präsidenten indirekt der Lüge bezichtigt, weil dieser anzweifelte, dass Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich in der Spionageaffäre Dreyfus involviert sei. Beauftragt, weitere Hinweise zu suchen, nimmt Picard einen Blick in das Geheimdossier und reibt sich verwundert die Augen. Zum einen erscheinen ihm die Dokumente alles andere als zwingend. Zum anderen erkennt er rasch, dass die Handschrift Estasis der des Bordeaux entspricht. Er informiert sowohl Gans als auch Bordeffre. Diese sind wenig interessiert und beharren darauf, dass, wenn überhaupt, Estasi ein zweiter Verräter neben Dreyfus sei. Um die Schuld Dreyfus der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, wird aus dem Kreise des Generalstabs die Geschichte des Geheimdossiers an die Presse weitergeleitet. Inhalte des Dossiers werden am 15. September im Leclerc veröffentlicht. Damit ist offensichtlich, dass dem Gericht Unterlagen zugeleitet wurden, von deren Existenz die Verteidigung erst jetzt erfährt. Was als Bestätigung der Schuld gedacht ist, setzt das gesamte Verfahren ins Unrecht und sollte reichen, eine Revision zu erwirken. Doch das ist nicht der Fall. Obschon Picard dazu verpflichtet ist, Stillschweigen über seine Entdeckungen zu wahren, traut man ihm seitens des Generalstabs nicht. Zu sehr insistiert er darauf, den von ihm verdächtigten Estasi wieder zu verfolgen. So entscheidet Kriegsminister Billot, den Störenfried zu entsorgen. Unter dem Vorwand einer Inspektionsreise wird er im Oktober 1896 zunächst in die Provinz geschickt, wo ihn Anfang 1897 der Befehl ereilt, er habe sich in Tunesien zu melden. In der Region um Sousse. Idealtypisch, so mag er hoffen, erledigen die aufständischen Berber die lästige Angelegenheit. Picards designierter Nachfolger will indes für den Fall einer möglichen Revision gewappnet sein und greift zur Feder. Henri fügt zwischen Anrede und Unterschrift eines echten Briefes des deutschen Militärattachés Schwarzkoppen an Panisardi einen frei erfundenen Text ein und datiert das Schreiben auf den 14. Juni 1894. Mon cher ami. Mein lieber Freund. Ich habe gelesen, dass ein Abgeordneter die Verhaftung von Dreyfus plant. Wenn ich in Rom um Erklärung gebeten werde, werde ich sagen, dass ich mit diesem Juden nie eine Beziehung hatte. Alexandrina. Alexandra. Dieses heute als Fonds Henri bezeichnete Dokument legt er General Gans vor, der darüber höchst erfreut ist. Zumal die Zeitung Le Matin am 10. November 1896 ein Faksimile des Bordeaux abdruckt. Der Fonds Henri gewinnt damit, wie von Henri vorgesehen, ungeheure Bedeutung und veranlasst die Generalität, sich in Sicherheit zu wiegen, während man öffentlich über eine groß angelegte Verschwörung und den Verrat von Dienstgeheimnissen zetert. Die Wahrheit ist viel profaner. Einer der Schriftsachverständigen hatte die ihm zur Verfügung gestellte Fotografie des Bordeaux behalten und nun, da der Fall ins öffentliche Interesse rückt, Kasse gemacht. Henri erkennt im Dezember, dass sein gefälschter Brief zwar die Schuld Dreyfus bestätigt, jedoch nicht die Glaubwürdigkeit Picards und des Petit Bleu erschüttert. Daher setzt er in Rücksprache mit General Gans zwei Telegramme auf, die er an Picard adressiert. Im ersten teilt eine angebliche Speranza dem Offizier Folgendes mit. Alles ist entdeckt. Ihre Arbeit ist gefährdet. Ernste Angelegenheit. Unmittelbar danach sendet er ein zweites Schreiben, dieses Mal von einer Blanche unterzeichnet. Wir haben Beweise dafür, dass das kleine Blaue von Georges hergestellt wurde. Die Affäre zieht immer weitere Kreise. In der Nationalversammlung fabuliert man von einer Verschwörung des jüdischen Syndikats und bezichtigt Picard, er habe das Bordeaux der Presse zugespielt.
Picard droht nun eine Anklage wegen Landesverrats. Um sein Leben fürchtend, ergänzt er bei einem Fronturlaub im April 1897 sein Testament und weist seinen Anwalt Louis Leblois an, die entsprechenden Schriftstücke im Falle seines Ablebens dem Präsidenten der Republik zuzustellen. Leblois überzeugt seinen Klienten davon, ihm die Erlaubnis zu geben, mit dem Vizepräsidenten des französischen Senats, Auguste Scheurs-Quesnel, zu sprechen. Scheurs-Quesnel war, wie fast ganz Frankreich, von der Schuld des Elsässers überzeugt. Ihn stört jedoch, dass das Urteil auf irregulärem Wege zustande gekommen ist. Jetzt schwenkt der Senatsvizepräsident schließlich auf die Linie der Dreyfusiarden um und unterrichtet Lucie Dreyfus im Juli 1897 davon, dass er ihren Revisionsantrag unterstützt. Allerdings hinter den Kulissen. Würde er sich öffentlich positionieren, müsste er entweder als geheim eingestufte Informationen preisgeben oder Beweise schuldig bleiben. Natürlich wird Scheurs-Quesnels Parteiname für Dreyfus dennoch rasch bekannt. Den Generalstab erreichen Gerüchte darüber, dass der Senator im Besitz von Dokumenten, die die Schuld Esterhazys bestätigen, sei. Gans und Dupaty reagieren und setzen ein später Esperance-Brief genanntes Schriftstück auf, in dem Esterhazy darüber informiert wird, es gebe ein Komplott mit dem Ziel, ihm Dreyfus Landesverrat zuzuschieben. Kein Witz, der Generalstab warnt den Spion. Esterhazy verständigt von Schwarzkoppen am 23. Oktober und fordert von diesem, er solle gefälligst öffentlich erklären, dass Dreyfus der Verräter sei. Der Deutsche schmeißt ihn daraufhin hochkant aus dem Büro. Noch während Esterhazy in steigender Panik seine Verhaftung erwartet, wird er am selben Abend zu einem geheimen Treffen im Montessoir-Park eingeladen. Zu seiner allergrößten Überraschung muss er feststellen, dass ihn dort mit Sonnenbrille und in Zivil Oberstleutnant de Paty erwartet. Dieser versichert ihm der Solidarität des Generalstabes, der es nicht zuließe, dass er für die Vergehen des Juden büßen müsse. Unmittelbar nach dem Treffen schreibt Esterhazy dem Präsidenten und fordert die Verteidigung seiner Ehre. In Absprache mit de Paty legt er als Beweis für eine Verschwörung gegen ihn den Esperance-Brief bei und droht mit der Veröffentlichung von Dokumenten. Diese hätte er von einer verschleierten Dame erhalten, die über Picard Zugriff zu den geheimen Schreiben gehabt habe. Kackfrech fordert er vom Staatsoberhaupt, die Revision des Dreyfus-Urteils zu verhindern. Im Auftrage der Generäle verfasst er darüber hinaus einen Brief an Picard, der von einer angeblichen Freundin Blanche unterzeichnete. Brief warnt Picard vor der Entdeckung seiner Verstrickung. Erwartungsgemäß wird das Schreiben abgefangen und dient als weiterer Beweis für die Verstöße Picards gegen seine Geheimhaltungsauflagen. Während Esterhazy und der Generalstab eine falsche Spur nach der anderen legen, meldet sich am 7. November der Börsenmakler Jacques de Castro bei Mathieu Dreyfus. Castro hatte den Abdruck des Bordeaux gesehen und die Handschrift als jene seines Kunden Major Esterhazy erkannt. Damit ist nun ein offiziell verwendbarer Beweis für Esterhazys Autorenschaft unabhängig vom Petit Bleu vorhanden und Scheurs-Quesnel kann sich aus der Deckung wagen. Am 15. November 1897 erscheint im Le Temps ein Artikel, in dem er die Täuschung der Richter anprangert und Ungereimtheiten der Anklageschrift auflistet. Auch schreibt er, dass der tatsächliche Verfasser des Bordeaux ihm bekannt sei. Kriegsminister Bilot muss nun eine Untersuchung gegen Esterhazy anordnen. General Saussier beauftragt Georges de Pilleux, der Esterhazy persönlich kennt und schätzt, mit den Ermittlungen. Nur wenige Tage später steht das Ergebnis fest. Esterhazy ist
unschuldig. Und Picard hat sich des Landesverrats schuldig gemacht, indem er das Petit Bleu gefälscht und durch Nachlässigkeit zugelassen habe, dass eine verschleierte Dame Informationen an Esterhazy weiterleitete. Der perfide Plan der Generalität geht auf. Picard wird aus Sousse nach Paris beordert und unter Arrest gestellt. Der dreifußfreundliche Le Figaro veröffentlicht nun am 29. November ein handschriftliches Schreiben Esterhazys an seine Geliebte. Jetzt kann schwarz auf weiß lesen, was der angeblich unschuldige Offizier im Privaten von seinen Landsleuten hält. Ich würde keinem kleinen Hund etwas zuleide tun, aber ich würde mit Vergnügen 100.000 Franzosen töten lassen. Anfang Dezember sieht sich Premierminister Félix-Jules Méliès genötigt, in der Nationalversammlung zu versichern, dass es keine Affäre gebe und alles rechtmäßig verlaufen sei. Wenige Tage darauf, am 7. Dezember, erfolgt durch Scheuer-Kestner eine Gegenrede im Senat. Doch der schenkt ihm kein Gehör und fabuliert lieber von einer jüdischen Verschwörung. Trotz der offensichtlichen Ungereimtheiten und der auf der Hand liegenden Beweise, die Esterhazy schwer belasten, wird seitens der Militärgerichtsbarkeit am 31.12.1897 die Untersuchung gegen ihn endgültig eingestellt. Insofern wenig überraschend, dass der Generalstab die Zeit für gekommen hält, Picard endgültig den Garaus zu machen. Man erklärt, Esterhazy habe ein Ermittlungsverfahren gegen sich zu fordern. Im Militärprozess könne man, so die Idee, die Hintermänner der angeblich gegen ihn laufenden Verschwörung maßgeblich Picard entlarven. Tatsächlich kommt es am 10. Jänner 1898 zu einem zweitägigen Prozess, an dessen Ende ein Freispruch erster Klasse für Esterhazy steht. Die Sache der drei Fusarden scheint verloren. Der Le Figaro titelt in der Ausgabe vom 12. Jänner 1898: Die Affäre ist beendet. Picard, der einen Tag nach Esterhazy, also am 2. Jänner, Klage wegen der gefälschten Dokumente erhoben hatte, wird, ganz der Logik des Irrenschauspiels folgend, am 13. Jänner zu 2 Monaten Festungshaft verurteilt. Gleichzeitig verliert Scheuer-Kestner seinen Sitz als Vizepräsident des Senats. Game over. So scheint es. Einer Deus ex machina gleich ist es nun Émile Zola, der einer verlorenen Sache neuen Schwung verleiht. Angewidert von den Vorgängen, die dazu geführt haben, dass jetzt 2 Unschuldige in Haft sind, verfasst er einen offenen Brief. Am 13. Jänner 1898 schreit es vom Titelblatt des L'Aurore: J'accuse! Ich klage an! Wortgewaltig als Ankläger im Dienste der Republik erhebt Zola seine mächtige Stimme. Et c'est à vous, Monsieur le Président. Und Ihnen, Herr Präsident, will ich Sie entgegenschreien, diese Wahrheit, mit aller Macht der Empörung eines rechtschaffenen Mannes. Ich klage den Oberstleutnant de Paty an, der teuflischen Verfertigung des Justizverbrechens, wenn auch unbewusst, wie ich glauben will, gewesen zu sein, und dann sein unfallvolles Werk seit 3 Jahren mit den abgeschmacktesten und verwerflichsten Machenschaften verteidigt zu haben. Ich klage den General Mercier an, sich mindestens aus Schwäche an einer der größten Ungerechtigkeiten des Jahrhunderts mitschuldig gemacht zu haben. Ich klage den General Billot an, die sicheren Beweise für Dreyfus Unschuld in Händen gehabt und sie unterdrückt und sich dieses Verbrechens, einer Verletzung der Menschlichkeit und Gerechtigkeit, schuldig gemacht zu haben, in der politischen Absicht, den kompromittierten Generalstab zu retten.
Ich klage den General Bodefre und den General Gans an, sich an denselben Verbrechen mitschuldig gemacht zu haben. Der eine zweifellos aus leidenschaftlichen klerikalen Neigungen, der andere vielleicht aus jenem Korporalgeist heraus, der die Büros des Kriegsministeriums zum unhaltbaren Allerheiligsten macht. Ich klage die drei Schreibsachverständigen, die Herren Beom, Veillard und Couard an, verlogen und betrügerische Berichte erstattet zu haben, es sei denn, dass eine ärztliche Untersuchung sie als von einer Erkrankung des Seh- und Urteilsvermögens befallen erklärt. Ich klage das Kriegsministerium an, in der Presse, insbesondere im Leclerc und im Echo de Paris, einen abscheulichen Feldzug geführt zu haben, um die öffentliche Meinung irrezuleiten und Fehler zu verdecken. Ich klage endlich das erste Kriegsgericht an, das Recht vergewaltigt zu haben, indem es einen Angeklagten auf ein geheimgebliebenes Schriftstück hin verurteilte. Und ich klage das zweite Kriegsgericht an, diese Rechtsverletzung gedeckt zu haben, indem es seinerseits das Rechtsverbrechen beging, wissentlich einen Schuldigen freizusprechen. Das sitzt. Solar hat sich mit diesem Schreiben der üblen Nachrede strafbar gemacht, was er auch im selben Artikel zugibt. Er will angeklagt werden, er will einen Prozess, er will die von ihm Angegriffenen zwingen, ihm nachzuweisen, dass er im Unrecht sei, was, wie er weiß, unmöglich ist. Der angestrebte Prozess beginnt am 7. Februar und nimmt einen vielleicht vorhersehbaren, aber in Anbetracht der Fakten dennoch ungeheuerlichen Verlauf. Tatsächlich verhindern Richter und Staatsanwaltschaft jeden Bezug zur Affäre Dreyfus oder dem tatsächlichen Verräter. Jeder Beweisantrag der Verteidigung wird mit Verweis auf Staatsgeheimnisse oder der unzulässigen Verknüpfung mit dem Fall Dreyfus abgeschmettert. Solars Anwälte, Lebois und Albert Clemenceau, haben keine Chance, auch weil der Generalstab nun in die Pathetikkiste greift. Generalstabschef Bodefre erklärt, nachdem er die Existenz des Fort Henri bestätigt und gleichzeitig dessen Vorlage aufgrund des hohen Vertraulichkeitsgrades negiert: Vous êtes la Cour. Vous êtes la Nation. Sie sind das Gericht. Sie sind die Nation. Wenn die Nation kein Vertrauen in die Führer ihrer Armee hat, in die Männer, welche die Verantwortung für die nationale Verteidigung tragen, dann sind diese Männer bereit, ihre schwere Aufgabe anderen zu überlassen. Sie müssen es nur sagen, das ist mein letztes Wort. Cela wird zu 3000 Franc Geldstrafe und einem Jahr Gefängnis verurteilt. Er geht in die Berufung, wird im Juni erneut verurteilt und entscheidet sich daraufhin, ins Exil nach Großbritannien zu gehen. Doch das ist nicht das Bizarrste am Prozess. Henri hatte sich während der Verhandlung durch die Aussage Picards, der Fonds Henri sei eine Fälschung, beleidigt gefühlt und Picard herausgefordert. Nachdem Picard Henri in einem Degenduell am 6. März verletzt, wird er unehrenhaft aus der Armee entlassen. Das Generalskomplott scheint endgültig aufgegangen. Der neue Kriegsminister Godefroy Cavaignac kann unter tobendem Beifall des Hauses Ende Juli im Parlament dem Fonds Henri sowie Cet Canal de Day vorlesen und damit, so scheint es, die Affäre endgültig beerdigen. Ob schon die öffentliche Meinung Dreyfus für schuldig hält, behauptet der sozialistische Abgeordnete Jean Jaurès unwiderlegbar beweisen zu können, dass die gegen Dreyfus sprechenden Dokumente falsch seien. In diesem Zusammenhang schaut sich Ordonnanzoffizier Louis Cugnet die Unterlagen an. Am 13. August gegen 22 Uhr fällt ihm bei der Untersuchung des Fonds Henri etwas auf. Im Gegenlicht der Lampe ist klar zu sehen, dass zwei unterschiedliche Papiersorten verwendet wurden. Die Karos der Anrede und Signaturteile sind kleiner als jene des Textteils. Cugnet informiert seinen Chef Cavaignac, der daraufhin einen Wutanfall bekommt. Denn er hat sich vor der gesamten Nation zum Narren gemacht und weiß, dass das Ende seiner Zeit als Minister bedeutet. Am 30. August lässt er Henri einbestellen und verhört ihn gemeinsam mit den Generälen Bodefre und Gans. Henri gesteht die Fälschung, wird in Haft genommen, wo er sich am nächsten Tag
das Leben nimmt. Esterhazy setzt sich ins Ausland ab. Ein erneuter Revisionsantrag Lucie Dreyfus wird endlich angenommen. In kurzer Folge versuchen zwei Kriegsminister, zunächst Émile-Auguste Surlint und dann Charles Chanois, die Verhandlungen zur Revision des Urteils zu verhindern. Beide scheitern und treten zurück. Das Land schlittert in eine Staatskrise. Niemand im rechtskonservativen Lager will Dreyfus Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Den Hintergrund dazu bildet ein in weiten Teilen der Bevölkerung existierender militanter Antisemitismus. Im Frühjahr 1898 war es in Algerien zu regelrechten Hetzjagden auf jüdische Mitbürger gekommen. Der Redelsführer der antisemitischen Bande, ein Max Regi, war in Haft genommen, letztlich aber freigesprochen und zu allem Überfluss an der Spitze der algerischen Abgeordneten im Mai in der Nationalversammlung eingezogen. Die an den Ausschreitungen in Algerien Beteiligten, bei denen es Todesopfer gegeben hatte, wurden samt und sonders amnestiert. In einem Land, in dem dies möglich war, war die rechtswidrige Inhaftierung eines des Landesverrats beschuldigten Juden praktisch Staatsräson. Erst nachdem der gemäßigte Republikaner Charles Dupuy am 31.10. eine neue Regierung bildet, erlischt der offizielle Widerstand gegen die beschlossene Revision. Am 16. November 1898 wird endlich auch Alfred Dreyfus über die Stattgabe des Revisionsantrages informiert. Nach einem eher einer Schlammschlacht ähnelnden Verhandlung hebt der Kastrationshof das Urteil von 1894 auf und verweist es an ein zuständiges Kriegsgericht. Als Dreyfus am 1. Juli 1899 endlich wieder in Frankreich ankommt, muss er davon ausgehen, dass er rehabilitiert wird. Doch das Klima der Dritten Republik ist anders. Aus dem Fälscher Henri ist zwischenzeitlich ein Held gemacht worden, der zum Wohle Frankreichs der Wahrheit nachgeholfen und durch seine Fälschung vermieden habe, dass hochgeheime Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. Im Februar 1899 entging die taumelnde Dritte Republik nur knapp einem Staatsstreich. In der Nationalversammlung fabulieren konservative klerikale Abgeordnete von einem Bürgerkrieg. Das ist das Frankreich, in dem ab dem 8. August das neue Verfahren gegen Dreyfus stattfindet. Ein Frankreich am Rande des Bürgerkriegs, ausgelöst durch antisemitische Vollidioten, die vorgeben, die Ehre der Grande Nation verteidigen zu wollen und sie dabei mit Dreck der übelsten Sorte besudeln. Und so darf es nicht überraschen, dass Dreyfus erneut verurteilt wird. 10 Jahre Gefängnis mit mildernden Umständen lautet das am 9. September 1899 gefällte Fehlurteil. Am 19. September nimmt der unschuldig Einsitzende eine angebotene Begnadigung unter der Bedingung, dass er weiterhin seine Unschuld beweisen könne, an. Die endgültige Rehabilitierung Dreyfus wird erst 1906 gemeinsam mit der Picards erfolgen. Doch die Gräben, die die Affäre Dreyfus aufgerissen hat, gehen noch lange durch Gesellschaft, Politik, Presse und ganze Familien unseres westlichen Nachbarns. Wie heißt es doch in Kafkas Prozess? Man muss nicht alles für wahr halten. Man muss es nur für notwendig halten.